Tag auch, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück zu Carrier. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wo ich hin soll. Hab noch keinen Plan, aber wir haben noch zwei Leitern. Wo wir denn eventuell da hinkommen, wo ich denke, dass ich hin muss, aber schlüssig bin ich mir da noch nicht so ganz. Von Infizierten habe ich übrigens jetzt erstmal die Nase voll, muss ich sagen. Das waren ja mal nur reichlich in letzter Zeit. Ich guck mal trotzdem vorsichtshalber und weiter geht's. Erstmal Ruhe, bin ich auf euch im Weg. Ja, die Tür nehmen wir dann mit. Und dann müsste es passen. Diese verdammten Geräusche. Komplett durch, okay. Ich war eigentlich viel zu unvorsichtig, weil in letzter. This is the Spark Team, Sergeant Ingalls. Are you from the Heimdall? Ingalls? Hey, it's me, Bob. Bob, you're okay. Yeah, man, I'm fine. Lieutenant Manning told me you were on the Spark Team. So you met Lieutenant Manning. How was she? Was she injured? She was unconscious when I found her, but she seems okay now. That's good to hear. Bob, what happened to the ship? What is Ark? Well, let's talk about it when we're together. Where are you now? Deck 3. I'm looking at evacuating survivors from decks 4 and 5. Hey, can you head this way? That way we can hook up later. You got it. Bob, be careful. Yeah, you too, buddy. Bob, you're okay. Also gut, uff. Deck 5 könnten wir ja sogar. Da sind bloß ein paar verschlossene Türen. Könnte ich ja mal nochmal überprüfen. Aber da ist ja noch alles dicht. Und das Vierer kann man auch nicht wirklich viel reißen. Wir gehen jetzt wirklich erstmal den Weg noch weiter, den ich gedacht habe. Ich glaube, da kommen wir zum Casino hoch. Ja, ich probiere es mal nochmal. Ist das denn doch der Weg ist hier? Etwas nonchalant die Kurve genommen. Das dürfte Casino sein, oder? Oder ist das die Außenwand? Ja, hier will ich her. Pisswetter! Ja, jetzt ist da offen. Aber ich guck vorsichtshalber mal rein. Sehen als was mir das hier anzeigt. Noch als gar nichts. Okay. Nett. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Toll. Im Arsch ist Duster, Mr. Brewster. What the hell was that? Jack, can you hear me? Doctor, what was that shock? Are you okay? The power's out here. No serious damage here, but it looks like water is coming in on
What happened? I don't know. That's what I'm trying to determine. I'll let you know when I figure it out. Be careful. Yes, sir. Zum Glück haben wir einen Scanner. Hinter den Pilzen ist erstmal nichts, das ist gut. Brauche ich hier nicht im Dunkeln rumbomben, ist hier echt nichts, ne? Wow. Kommt noch einer angetaumelt? Doch noch, oder? Nee, auch nicht. Okay. Jetzt mal kurz gucken. Ja, gut, wie ich jetzt hier schon in dem hinteren Bereich bin. Gucken wir, ob da Items hinterliegen. Der ist cool drauf. Bis dato. Stay away. Who are you? Calm down. I'm with Spark. What the hell happened here? Do you know? I've heard that it's because of the Southern Cross spy or because of the strange container. There's a lot of talk, but no one knows what's really going on. Container? The container that was ordered on board by the military? What was in it? I don't know. It's in the hold around here somewhere. I see. Now that I think about it, there was someone hanging around here a lot lately. Do you know who it was? Nah, I didn't know him. I don't remember him very clearly. Oh yeah, it was a fat guy. Thanks for the information. Leave the ship to us. You head to the flight deck. Okay, I'll leave the rest to you. Here, take this. Ah, sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, eh. Ich kann das nicht so viel heller machen, da sieht es einfach nur matschig aus. Vielleicht muss ich es für die Folge doch mal tun. Die Ausgrabung von ARK, Entwicklungsabteilung, Sektion 3, Teamführer Daniel Connolly. Oder Connolly. So, 1. April. Ein Organismus ähnlich dem in der Theorie beschriebenen ARK wurde auf NC-0023 gefunden. April schätzt also. Die Entwicklungsabteilung Sektion 3 wird das Muster analysieren. 2. April 14 Uhr, das Team unter der Leitung von Major Thomas Ortega, begann die Analyse. Bei Kontakt mit Strahlung setzte die Keimung des Organismus ein. Eine grüne Substanz bildete sich, die in den Mund von Major Ortega eindrang. 2. April 16 Uhr. Auf dem Weg zur Krankenstation wurde der Major plötzlich unbeherrschbar gewalttätig und griff die Forscher an. Er tötete zwei von ihnen. Er wurde daher von einem MP erschossen, Militärpolizisten. Die Analyse des Organismus wurde eingestellt. Wir sollten ihn umgehend zu einer besonderen Forschungseinrichtung transportieren. 3. April. Der Verteidigungsrat hat beschlossen, den Organismus mit dem Flugzeugträger Heimdall zu transportieren, um drastische Umweltänderungen zu vermeiden. Ja. Gut. Wissen wir zumindest, warum das hier auf dem Schiff ist. Noch irgendwelche Items? Da ist irgendwas. Okay. Scheint mir nur ein Gegenstand zu sein. Okay, aber es gibt einen. Sehr nice. Wie gut. So, wieder raus ins Dunkel. Beziehungsweise hier so dunkel.
Der hat es übrigens hier in dem Zimmer mit seiner Yucca-Palme übertrieben gehabt, finde ich. Mächtig, gewaltig übertrieben. Das wird wohl ein Raum sein, in den ich noch nicht rein kann. Aber hier haben wir jetzt ein bisschen Licht, ne? Erstmal keine Gegner, okay. Schon mal was wert. Nee, nix. Was ist denn das? Behälter mit Spezialschloss. Aber kicken, Kollege Schnürstuhl, du stehst mir nie auf, oder? Nee. Was für einen Schlüssel brauchen wir bei der Tür? C. Merkst du nicht? Nee, da haben wir nichts. Gut. Okay. Naja, ein paar Räume haben wir noch. Im Blick werfen nicht, dass die Horde hier wieder aufgestanden ist. Wollen wir nicht. Das ist definitiv eine Tür. Ja. Kann ich auch rein? Okay. Ach du Schreck. Ja, zum Glück hängt er in Kisten fest. Soll er ruhig. Okay, diese weg. Mal gucken, ob in den Kisten vielleicht irgendwas drin ist. Ja, ist was drin. Aha. Dann machen wir hier mal ein bisschen einen Kladderadatz hier. Denn von dem Ding noch irgendwas über sein sollte, ist eigentlich verwunderlich. Aber, oh, sehr gut. Kann man wieder ein bisschen Rambo raushängen lassen. Gucken wir mal. Den Kästen ist nichts drin, aber die muss ich so oder so wegsprengen. Die haben auch nichts weiter. Also erspare ich mir die Munitionsverschwendung. Noch die beiden weg. Ich hoffe, ich erwische beide damit. Jetzt aber schnell mal wieder auf. Ja, nehmen wir mal die Glock. Ist egal. Haben wir jetzt. Oh, das wäre ja cool. Haben wir jetzt einen Shortcut? Oder sind wir da oberhalb der Fahrstuhleingänge? Ah, wir sind jetzt oberhalb. Da unten wäre ein Speicherpunkt gewesen. Ah Gott, der Schreck. Gott, jetzt wäre... Oh, haben wir so viel zu entdecken jetzt hier. In den nächsten Folgen werden definitiv Erkundungsgeschichten. Auf was hast du gezielt, mein Freund? Ach, da unten sind ein paar Kollegen. Kommen wir da rein? Ja, können wir. Wäre schön. Ich mich erschreckt. Try this one on for size, you damn monster!
Das ist ein Brain Bug. Mal kurz was schauen, Leute. Na, da will ich nicht runter zu dem. Auf gar keinen Fall. Also noch nicht. Der Sensor. Toll. Oh, Kacke. Na gut, ich würde mal sagen, auch wenn jetzt Bossfight anstünde, von der Zeit ist es halt einfach soweit. Partende ist angesagt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Carrier. Blah, Kralle-Viech.